Herzlich willkommen, meine lieben Freunde da draußen in den Tiefen des Internets. Ich begrüße euch zu einem neuen Video und wir basteln heute mal wieder was ganz Besonderes. Es geht um diesen DAB Plus Receiver an meinem zweiten Arbeitsplatz hier. Das ist wahrscheinlich auch ein richtig geiles Werkstattradio. Viel Spaß bei dem Video. Ja, meine lieben Freunde, ich habe mal den Sound heute ein bisschen anders eingespielt hier. Also, ich wollte gerne hier für meinen Arbeitsplatz, wo ich meine Videos schneide, also normalerweise ist das hier ein Kanal, wo ich Do-it-yourself und Bastelvideos zeige. In letzter Zeit auch sehr viel mit 3D-Druck, was sicherlich doch auch interessant ist für Selbermacher. Und weil ich relativ oder deutlich mehr Zeit hier an meinem Computer zubringe, wie in der Werkstatt, wollte ich natürlich hier auch nicht verzichten auf Sound, zumal ich auch meine Videos mit Sound unterlege und ja, Musik macht ein Video immer interessanter. Und deswegen hatte mein gutes altes zwei Soundsystem hier mit zwei Lautsprecherboxen hat ziemlich ausgedient, hatte einen Brummen drauf und vor allen Dingen war vom Rechner der Sound, den Sound da drauf in Stereo zu schalten, war ein bisschen komplizierter. Das ging nur über AUX. Also mein Mac Mini Computer, den Ausgang des Mac Minis wollte ich unbedingt da drauf haben. Ja, wozu kaufst du dir dann nicht einfach wieder ein neues Soundsystem? Und das ist eigentlich eine Anregung, die ich an euch da draußen gebe. Diese Soundsysteme mit diesen zwei Boxen und einer Bassreflexbox oder sowas, die kosten ja auch, wenn du was Gescheites haben willst mit einem guten Sound, kannst du ganz schön Geld hinlegen. Und da hast du aber immer noch kein DAB Plus Radio dabei. Kannst noch immer noch nicht über Bluetooth von deinem iPhone oder von deinem wie heißt denn das Ding überhaupt hier, von diesem iPod das rüber streamen. Und von daher habe ich mich mal eine ganze Weile mit diesen neuartigen Radios, DAB Plus Receivern oder Internetradios beschäftigt. Und ich wollte hier ein Radio haben mit einem guten Sound, Stereo, ja, und wollte aber auch einen AUX-Eingang haben. Hätte nicht gedacht, dass es mit dem Bluetooth, mit der Bluetooth-Soundübertragung vom Mac Mini auf das Gerätchen so gut funktioniert. Da hätte ich den AUX gar nicht so unbedingt gebraucht. AUX heißt, es kommt vom Receiver die gute, alte, bekannte Kopfhörerbuchse, also die 3,5 mm Klinkenbuchse, so heißt das Ding wohl. Ja, also ich wollte darüber hinaus auch gerne noch meine selbstgebauten schönen Boxen, die auch einen super Sound haben, hatte ich vorgehabt, dann dran anzuschließen. Also ich wollte PC-Sound haben, ich wollte Stereo haben, ich wollte ein Radio hier haben, ich wollte Bluetooth haben und ich wollte AUX haben. Und diese PC-Soundsysteme, die liefern das dir nicht alles zusammen. Die liefern dir einen guten Sound in Stereo und das war's. Ja, aber ich wollte noch ein Radio haben, Bluetooth und AUX. Habe ich mit dem Gerät gefunden. Ja, ich zeige euch mal, wie perfekt der unter meine zwei Bildschirme passt und wie ich den da eingebaut habe, zeige ich euch auch gleich. Vorher gucken wir uns noch mal schnell ein paar Parameter an, was das Ding eben alles kann. Das könnt ihr aber euch natürlich genauso gut selbst machen und dann geht man einfach mal hier bei Amazon auf die Seite. Also ich habe den Telestar S20i
der hier 125 Euro kostet, ja. Also der S20i. Internetradio, DAB+, Stereo, DAB+, DAB, UKW, Farbdisplay, Direktwahltasten, hat einen Wecker, Favoritenspeicher, ja. Hier unten haben wir dann, das führt jetzt zu weit, wenn ich euch das alles vorlese, ne? Der hat also einen richtigen digitalen Soundprozessor drin, der richtig Druck macht, also einen richtig geilen Sound, muss ich sagen, hat eben das Bluetooth. Und hier ist nochmal der Vergleich. Es gibt nämlich auch noch preiswertere, die eben dann hier diese Häkchen hier nicht haben. Ja? Also die sind nicht in Stereo, die sind in Mono. Und der hat 2x15 Watt Stereo, alle beide, ja, und haben beide den digitalen Soundprozessor. Und der teurere, nämlich der für 125, der hat hier, das sagt mir nichts, UPNP-DLNA, ja, aber der hat Bluetooth, der hat einen USB-Musikplayer, der hat keine Aufnahme auf USB, das hat nur hier hinten so einer, und der hat noch einen Wecker, ja. Ja, wenn ihr euch das jetzt mal so anguckt, dann wisst ihr auch, warum ich mir diese zwei schwarzen Blenden dahin gemacht habe. Ja, ich habe die zwei Bildschirme, die haben zwar die gleiche Bezeichnung von Samsung, aber als ich den zweiten dann bestellt habe, dann ist es doch anders. Dann fiel dem Designer ein, er könnte ja mal unten den Fuß ein bisschen verändern. Naja, dann stehst du da. Ne? Also wenn du dir zwei gleiche, wenn du zwei gleiche haben willst, dann solltest du die auch gleichzeitig bestellen. Dann hast du exakt zwei gleiche. Ja, wie habe ich das gemacht? Ich bin also einfach hergegangen und habe so eine Schrankrückwand genommen. Mit der perforierten Seite nach oben, weil mir das besser gefällt, wenn man das dann mit schwarzer Acrylfarbe streicht. Und zwar habe ich einfach hier so eine Platte hier drauf gelegt, habe da hinten geguckt, wo die Ausnehmungen sind, damit das da ein bisschen seitlich links und rechts unverrückbar da reingeschoben wird. Habe mir dann hier vorne am Mittelpunkt hier, da wo mein Bauchnabel ist, hier ein Kreis von Meter oder Meter 20 da drauf aufgezeichnet, habe es entsprechend ausgesägt und da hatte ich schon mal die Platte da drauf liegen. Weil man da hinten so blöd durchgucken konnte und weil es auch hinter meinem Bildschirm von oben her ein bisschen beleuchtet ist, sieht das so scheiße aus, wenn da die Kabel da rumliegen. Da habe ich dann einfach hier geguckt, wie viel Maß brauche ich und habe da hier mit zwei Winkeln da noch eine weitere Platte hingemontiert und alles mit der Heißklebepistole verklebt. Und wenn das anschließend schwarz gestrichen wird, dann fällt das so gut wie nicht auf. Das sah schon gar nicht schlecht aus. Vorne an der Stirnseite hast du eben da die schwarze Kante, sieht ja aus so wie hier. Und dann, mancher wird denken, der hat sie nicht mehr alle. Nee, ich bin Rentner, ich habe viel Zeit. Und da hatte ich mich inspirieren lassen von so einer alten Eisenbahnbrücke aus Stahl und habe diese Elemente in Fusion 360 alle konstruiert. Und ich stelle es euch in die Videobeschreibung rein, da könnt ihr euch die runterladen, wenn das einer nachbauen will. Also das sind alles Einzelteile. Hier, das ist ein Teil, das ist das zweite, das dritte, das vierte, das fünfte und gespiegelt alles nochmal zur anderen Seite und das alles mal zwei auf dem 3D-Drucker in 2 Stunden ausgedruckt, mit Sekundenkleber dran geklebt. Hier auch noch, das ist gleichzeitig als Stabilisierung und anschließend mit schwarzer Acrylfarbe gestrichen und schon sieht das so mega scharf aus hier. So, jetzt holen wir mal den Telestar S20i da unten raus, damit ihr euch den mal genau angucken könnt. So, und dann gucken wir uns das Ding mal genau an. Also von hinten hat er hier
die Kopfhörerbuchse. Ich habe mir das schon extra mal rausgeführt, wenn ich von vorne gucke, damit ich das besser lesen kann. Ja. Da hat er einen Kopfhöreranschluss, den ganz klassischen Kopfhöreranschluss und das AUX-In. Und hier kann ich auch einen USB-Stick draufstecken, wo MP3-Musik drauf ist. So. Dann hat er hier unten die Füßchen, die habe ich abgemacht, um Höhe zu gewinnen, weil der hier drunter passen sollte. Das sind also 8 mm richtig ordentliche Gummifüßchen, die man einfach hier vorsichtig ablösen kann. Dann ist die Antenne hier dran geschraubt und damit sie nicht so hin und her fällt, sollte man das beim Aufstellen hier vorsichtig mit einer Zange anziehen. Ich hatte ja nun gedacht, dass ich diese Kopfhörerbuchse nutzen kann, um in den Kopfhörer anstelle vom Kopfhörer hier meine Boxen anschließen kann. Das geht nicht. Das geht leider nicht, sodass meine separaten Boxen, ich meine die Lautsprecher, die haben auch keinen höhere Stromaufnahme wie die eingebauten hier drin, aber die haben halt von dem Verstärker her für den Kopfhörer nur für diese kleinen, sehr empfindlichen Kopfhörer Lautsprecherchen das rausgeführt. Also wenn ich hier hinten den Kopfhörer-Klinkenstecker reinstecke, dann schalten sich selbstverständlich, will man das ja auch so, dass ich dann die internen Lautsprecher ausschalten. Ich habe es mir noch nicht getraut, das Ding aufzuschrauben, weil ja dann sofort die Garantie erlischt. Beabsichtige aber mittelfristig mir hier hinten zwei separate Stecker rauszulegen, dass ich die Lautsprecher stilllegen kann, um es über meine zwei anderen Lautsprecher betreiben zu können, wegen dem deutlich besseren Stereoeffekt. An sich hat das Ding schon so einen bombastischen Klang, dass man darauf eigentlich verzichten könnte. Qualität wäre, da hat man so wenige Drehmomente zu übertragen, dass also ich kann hier ganz einfach, währenddessen ich meine Videos schneide, den Sound vom Mac Mini oder vom PC richtig gut wiedergeben. Über Bluetooth, ja, wohlvermerkt, ist verbunden. Und wenn ich das jetzt nicht mehr haben will, dann gehe ich einfach auf DAB, auf DAB Plus Radio. Die paar Sekunden, die das dauert, die muss man halt aushalten. Dann kommt der auch gleich und macht Lärm. Ja? Und genauso geht es umzuschalten aufs Webradio. Ja? Geht ein bisschen schneller. Ja? Und dann bin ich auch ganz schnell wieder bei Bluetooth. Und dann ist er auch schon wieder verbunden. Ja, 6 mm. Und das finde ich genial. Das gefällt mir richtig gut. Und genauso kann ich natürlich über Bluetooth hier auf den iPod einbinden. Und ja, was gibt es noch zu erzählen? So die Feinheiten, wie man im Menü da das alles einstellt. Ach Leute, da war eine ordentliche Bedienungsanleitung dabei hier in Deutsch. Ja, das klappte vorzüglich. Also ich bin ganz zufrieden. So, meine lieben Freunde, das war das kurze Video, um euch zu zeigen, ist wirklich eine Alternative zu diesen klassischen Soundsystemen für die PCs. Und ich danke für eure Aufmerksamkeit. Ich habe das Ding selbst gekauft und bin da nicht gesponsert worden. Und wenn euch das Ding gefällt, dann kauft euch das. Ich habe auch keine Affiliate Links. Ich habe da überhaupt nichts davon. Ich würde mich freuen, wenn ihr auf den Abo-Knopf drückt und euch vielleicht auch mal meine Heimwerker oder auch 3D-Druck-Videos anguckt. Vielleicht ist für den einen oder anderen was dabei. Also wie gesagt, Daumen hoch, auch wenn es euch nicht gefallen hat. Und schenkt mir ein Abo und ich sage wie immer, bye bye, sagt der Bastelheit.